So Leute, ich begrüße euch recht herzlich zu Mega Man 3. Wir nehmen gleich den Topspin. Wir sind, ja, ich habe ja gesagt, ich starte dann direkt hier. Also man muss echt aufpassen, dass man hier nicht zu viel Munition verbraucht. Ich habe es ehrlich gesagt nicht mal getestet, aber ich habe jetzt einfach mal nicht so, immer nur ganz kurz die Taste angetippt und es funktioniert. Boah, es war jetzt relativ schnell. Ich habe eigentlich erwartet, dass wir mindestens einmal sterben. Na, was soll's. Yuga, Shadow Blade and Rush Marine, den wir jetzt hier eigentlich nicht mehr brauchen. Glaube ich. Push Start. Was? Gemini Man, Shadow Man, Needle Man und Gemini Man, Sparkman. Weiß ich, wen ich jetzt doppelt hatte. Die sind jetzt hier alle böse geworden. Naja, das sind jetzt andere Roboter, die da eingesetzt wurden. Ich weiß allerdings ihren Namen nicht wirklich. Aber die Stages waren nicht so schwer, aber die Roboter sind jetzt, glaube ich, relativ mies geworden. Das werden wir aber gleich herausfinden. Ach, Rush, du kannst gar nichts. Ich habe eh kein Leben mehr. Von daher ist mir das relativ wurscht, ob die mich hier zerfetzen. Aber ich habe schon ein bisschen Angst vor denen. War das beim letzten Mal auch so? Ich war beim letzten Mal noch nicht. Ich weiß, wie man das Vieh kaputt kriegt. Wo jetzt einer sagt, so total einfach. Ah, Shadow Blade ist es nämlich. Ich möchte aber mal was anderes probieren. Ob das ginge. Nee. Okay. Sollte nur ein Versuch sein. Continue. So, jetzt aber richtig. Ja, die Stages sind jetzt alle verändert und ich weiß echt nicht, wie die heißen, diese neuen Roboter. Achso, jetzt fällt er nicht runter, ne? Nur wenn ich da an der Kante hänge, dann fällt er. Ah, komm runter. So ein Sack. Diese Stages sind jetzt nämlich darauf ausgelegt, dass wir tatsächlich alle Waffen besitzen. Und danach kommt nochmal Wily, also. Es ist. Dieser Mega Man Teil hat schon so ein paar Kniffe. So, Shadow Blade brauche ich. Zack. Bleib mal lieber dabei, man weiß ja nie. Nein, sieht gerade nicht so aus. Nehme ich mal Jet. Sparen wir uns hier nämlich ein klein wenig Weg. Und ein klein wenig Gefahr. Also zu ein klein wenig Gefahr sparen. So. Und wir wollen denn ungern mehr Rush verbrauchen, als wir brauchen. Das gefällt mir nicht. Wie viel Jet haben wir noch übrig? Nicht so viel. Ich hoffe, es reicht noch. Ja, das reicht. Gerade so. Mehr Rush Jet darf ich nicht benutzen, bevor ich nicht eine große Aufladung bekommen habe. Nee, mit diesen Raketen hatte ich ja immer so meine Probleme. Nein, böse Rakete. Und böses Wackelkopfteil. Kein Wackelkopf, egal. Ach, hier sind wir schon. Okay, sowas mag ich. Kurz, aber knackig. Sicherheit geht vor. Dahinter geht's noch weiter, okay. Also, ich glaube Med heißen Med-Roboter, Dr. Bot, Stockbot, ich weiß nicht. Auf jeden Fall sind die aufgeladen. War das die Hard Knuckle, die gegen die funktioniert? Und besitzen jetzt halt die Daten des jeweiligen Roboters, der er früher mal war. Also Hard Knuckle funktioniert so halbwegs. Hat ja bei Sparkman auch so halbwegs funktioniert, also von daher ergibt das schon Sinn.
Soll ich einen E-Tank ziehen? Nee. Nee, ganz ehrlich, wenn man einmal verliert, den ganzen Mist nochmal machen. Das will ich eigentlich nicht. Oder nur sehr, sehr ungern. Und ihr habt Maus im Bett. Darf ich übrigens erwähnen, dass ich es relativ doof finde, dass bei Naruto seit Wochen wieder Filler angelaufen sind. Ich probiere gleich eine andere Waffe, wenn das so weitergeht. Mist, Kerl. Ich will aber auch kein E-Tank ziehen, weil hinter ihm geht's weiter und das ist doof. Ich speichere jetzt hier, ich habe nämlich keinen Bock, die Sequenz immer und immer wieder durchzumachen. Was wäre denn, wenn wir mal eine andere Waffe probieren? Okay, Needles bringen überhaupt nichts. Magnet bringt zu halb. Auf Nahkampf will ich eigentlich mit dem Sägefreund nicht gehen. Ach ja, das war ja unsere Waffe der Wahl. Und ich glaube, bei der bleiben wir auch. Weil der Magnet ist zwar relativ gut, aber wenn wir hier noch weitermachen müssen, kann es sein, dass wieder Affen kommen. Ah, hier ist nämlich nicht fertig. Nö. Sagen sich einfach, nee, müssen wir nicht. Und wenn man irgendwo runterfallen muss, dann genau deswegen habe ich gespeichert. Das ist doch einfach gemein. So, nach links. Geschafft. Okay, das schreit nach einem neuen Safe. Oh Gott, noch mehr. Habe ich gerade einen E-Tank gezündet? Nee. Sorry, aber da... Das... Nee, den möchte ich behalten. So. Könnte ja immerhin sein, dass eine dieser Schrauben uns mal eine große Heilung übrig lässt. Sieht zwar eher nicht danach aus, aber man kann ja immer noch hoffen. So. Warum lassen die denn nichts fallen? Die Dinger lassen doch hin und wieder was fallen. Ich mach das jetzt, bis die hier ein großes Heilding fallen lassen. Oder haben die nur so Waffenzeug auf Lager? Ich weiß es nicht, aber ich meine. Ich hab Zeit. Nee, das ist mir zu riskant, dass ich dann da Schaden nehme. Nur um hier eine Waffe wieder aufzuladen, wie den Rush Jet. Oder theoretisch auch die Hard Knuckle. Na komm. Die spawnen relativ wenig Leben, habe ich das Gefühl. War sehr viel an Waffen. Nein, jetzt hab ich einen Fehler gemacht. Und halt nicht. Scheiße. Ja, von hier aus starten, da kann man echt nichts gegen sagen. Hier habe ich ja auch den Savepoint gehabt, um... Ja, das ist einfach der beste Punkt, um hier wieder anzufangen. Man hat noch kein Leben verloren. Und die Passagen, die sind jetzt auch nicht so aus der Hölle, wie so manch andere Passage. Ja. So. Bringt mir die Schraube.
Dass die aber auch so lange zum Zusammenbasteln brauchen. Ja, als wären die Schrauben von Ikea, obwohl. Könnte sein. So. Ich habe natürlich jetzt schön wieder Leben verballert. Aber ist nicht so schlimm. Ich wollte mir jetzt zuerst einen Spaß erlauben und habe gedacht, ja, dann können wir ja hier wieder Leben farmen. Aber nee, so blöd bin ich nicht. Warte mal. Ich möchte mal was testen, wenn ich jetzt die Shadowblade nehme. Nee, die braucht zu viele Hits. Jetzt back nach oben? Nee. Den Rush Jet benutzen kann ich aber auch nicht. Das ist gemein. Das ist sehr gemein. Das ist echt eine fiese Stelle. Und ich bin mir noch nicht so ganz sicher, wie ich sie machen soll. So, und ist da eben das eine Elektroteil despawned? Aus irgendeinem Grund? Das soll mir recht sein, ich meine. Alle Sachen, die mir wehtun wollen und verschwinden, sind meine Freunde. So, dich tot. So, blitzen und weiter. Zack. Das Problem ist ja nicht mal, dass wir Schaden haben, sondern dass wir an der einen Stelle runterfallen können. Ich weiß auch nicht, wie diese Stelle hundertprozentig funktioniert. Ich meine, das hier, klar, das geht. Einfach durch funktioniert nicht. Wenn nicht, gucke ich mal bei Medi rein, wie der das geregelt hatte. Och Mann, das leckt jetzt total. Weil wir zu viele Steine auf dem Bild haben für das Spiel. Und jetzt schnell. Gut. Irgendwie haben wir es geschafft. Ich weiß nicht wie, aber ist mir auch egal und ich speichere jetzt hier. Ist zwar ein bisschen angeschlagen, aber das kriegen wir hin. Mit der Magnetpower. Weil ich glaube, diese Roboter haben alle... Die sind ja alle dasselbe Modell, das heißt, sie haben alle auch die gleiche Schwäche. Oder auch nicht. Okay, ich dachte es. Und wer war das? Der hier jetzt drin ist? Niemand, der auf Nadeln allergisch ist. Jemand, der auf Gemini fungiert. Moment mal, du bist doch der aus dem letzten Teil. Ja, ja, das ist der aus dem letzten Teil. Unsere Universalwaffe aus dem letzten Teil. Aber gut, er fungiert als Waffe. Wer war das? Quickman? Ich glaube, es war Quickman. Ja, den ich wirklich als Waffe für alles benutzt habe. War er auch. Er hat ja gegen eigentlich jeden funktioniert und auch gegen jeden gut funktioniert und hat einen Verbrauch von im Prinzip null. Okay, den kriegen wir aber, wenn wir uns gut anstellen. Wir müssen uns nur ein bisschen besser anstellen. Na, jetzt habe ich woanders hingeguckt, gerade für einen Moment. Das war ein böser Fehler. Nicht auf den Fernseher gucken, der im Hintergrund ist. So, also erstmal hier schon mal, sparen wir uns schon mal ein bisschen Weg. War eigentlich doof, weil ich die Waffe nicht gewechselt habe. Egal, dann kann ich jetzt auch nochmal speichern. Gemini und runtersliden. Verdammt.
Jetzt habe ich es mir versaut, glaube ich. Oder? Nee. Sieht noch gut aus. Der macht aber auch so viel Schaden. Warum macht er das? So. Germany, rüber. Ne, hochspringen wir vielleicht doch nicht die Idealidee. Blöd, wenn ich den Germany Laser einmal verballer, dann kann ich ihn nicht wieder so einsetzen, wie ich ihn einsetzen möchte. Er hat bestimmt noch eine zweite Schwäche, aber ich habe jetzt auch nicht so das Interesse, es rauszufinden, nachdem der Germany Laser wirklich gut funktioniert. Aber wenn wir jetzt in jedem dieser Stages nochmal gegen einen unserer alten Robot Master antreten müssen, in diesen neuen Kostümen, da Freude. Weil da gab's ja, das Woodman fände ich noch okay, aber der Rest, obwohl Woodman war auch kacke, man, er hatte zwar zig Schwächen, aber als Kämpfer war er eigentlich ganz gut. Zack, endlich. Geschafft. Leute, wie lange geht die Aufnahme schon? Ich glaube, es ist schon wieder Feierabend. Bin mir aber nicht sicher. Ich guck mal kurz rein. Ja, Feierabend. Oh Gott. Böse Einblendungen, die ich euch zum Glück überdeckt habe. Lasst mir ein nettes Kommentar da, einen Daumen nach oben. Und ansonsten sage ich Tschüss und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Mega Man. Bis dann, euer